Aktuell wird viel über den AdBlue-Mangel gesprochen, denn ohne den Zusatzstoff können moderne Dieselmotoren nicht laufen und im schlimmsten Fall stehen dann reihenweise LKWs, Busse und auch normale Autos still. Einige Artikel, die warnen jetzt sogar vor Lieferengpässen und leeren Regalen im Supermarkt. Deswegen habe ich mir das Ganze mal genauer angeschaut, wie AdBlue hergestellt wird, warum sich der Preis in den letzten Monaten vervierfacht hat und ob bald wirklich Regale im Supermarkt leer bleiben. Das erfahrt ihr jetzt und damit willkommen bei Breaking Lab, Jakob hier, los geht's! LKWs in Deutschland verbrauchen etwa 5 Millionen Liter AdBlue pro Tag und auch 10% der PKWs sind auf AdBlue angewiesen. Kleiner Funfact am Rande, AdBlue ist nicht blau, sondern einfach farblos. Seit 2019 gilt die Euro 6 Abgasnorm und seitdem bekommen Dieselfahrzeuge ohne AdBlue keine Neuzulassung mehr. Das steht da zwar jetzt nicht so konkret drin, aber aktuell gibt es einfach keine Dieselmotoren, die die Schadstoffgrenze aus der Abgasnorm einhalten können, ohne auf AdBlue zurückzugreifen. Die meisten wissen sicherlich, dass die Flüssigkeit dafür sorgt, dass die Abgase sauberer werden. Aber wir gucken uns nochmal ganz kurz an, wie das jetzt genau funktioniert. Also ein großes Problem bei Dieselfahrzeugen ist ja, dass bei der Verbrennung unter hohem Druck Stickoxide entstehen. Stickoxide, das ist der Sammelbegriff für chemische Verbindungen aus Stickstoff und Sauerstoff, also zum Beispiel Stickstoffmonoxid oder Stickstoffdioxid. Stickstoff ist eigentlich ein super wichtiger Baustein für alle Lebewesen, aber Stickoxide können für Menschen, Tiere und Pflanzen extrem schädlich sein. Stickstoffdioxid ist zum Beispiel ein stark reaktives Reizgas, das die Schleimhäute und Atemwege angreift, wenn es eingeatmet wird. Dadurch können Hustenreiz und sogar auch chronische Schädigungen ausgelöst werden. Außerdem wird Stickstoffdioxid mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. In der Natur führen Stickoxide zur Versäuerung der Böden und zerstören das Gleichgewicht zwischen Stickstoff und anderen Nährstoffen. Sie verringern dadurch die Toleranz gegenüber Stressfaktoren wie Frost oder Schädling und können sogar vorzeitiges Altern und geringeres Wachstum bewirken. Zusammengefasst kann man also sagen, Stickoxide sind jetzt nicht so super cool. Aber genau deswegen gibt es ja AdBlue. AdBlue, das ist eine Lösung aus Harnstoff und Wasser und durch ein Einspritzventil wird AdBlue in den Abgasstrang gesprüht und durch Hitze kommt es zu einer chemischen Reaktion, bei der AdBlue in Ammoniak umgewandelt wird. Vereinfacht gesagt, reagiert dann Ammoniak mit den Stickoxiden und am Ende bleibt fast nur noch Stickstoff und Wasserdampf übrig. Es werden zwar nicht alle Stickstoffoxide umgewandelt, aber immerhin bis zu 90% und das macht diese Fahrzeuge um einiges sauberer. AdBlue ist also eine ziemlich wichtige Sache für den Umweltschutz und den Schutz von uns, aber die Lage, die spitzt sich da gerade ziemlich zu. Und deswegen kann man sich natürlich fragen, ob man nicht einfach ohne den Zusatzstoff fährt und die Abgase in Kauf nimmt. Jetzt ist das Problem, so einfach funktioniert das leider nicht. Moderne Dieselfahrzeuge, die haben alle so eine Abschaltfunktion. Das heißt, wenn das AdBlue leer ist, lässt sich der Motor oft nicht mehr starten. Einige LKWs können zwar auch ohne AdBlue weiterfahren, werden dabei aber auf 20 km/h runtergeregelt. Das hilft dann natürlich relativ wenig. Aktuell brauchen wir also AdBlue und das wird auch noch eine Weile lang so bleiben. Am 14. November, also nächste Woche Montag, findet hier auf dem Kanal der nächste Livestream in einem der 8 Leibniz-Forschungsmuseen statt. Und zwar streamen wir live aus dem Zoologischen Museum König in Bonn. Wir sprechen über Biodiversität und ihre verschiedenen Forschungsbereiche und vor allem geht es um die Erforschung unentdeckter Insektenarten. Also wir bauen hier im Museum eine Art Taxonomiestraße auf, um bis vor kurzem unbekannte Arten selbst unter die Lupe zu nehmen. Außerdem schauen wir uns sogenanntes DNA-Meta-Barcoding an, eine Methode, um tausende Individuen in einem Lebensraum zu bestimmen und das nur, indem Staub ihrer DNA ausgelesen wird. Dazu spreche ich wie immer mit ziemlich coolen Expertinnen und Experten, denen ihr live natürlich auch eure Fragen stellen könnt. Wir schalten außerdem noch zu weiteren Leibniz-Forschungsmuseen, also dem Germanischen Museum in Nürnberg, um uns dort ein über 400 Jahre altes Gemälde anzuschauen, das Aufschluss über das Artensterben gibt, und zum Senckenberg-Museum in Frankfurt, um über Klimaveränderungen und invasive Arten zu sprechen. Und es gibt auch wieder einen Live-Quiz, an dem ihr teilnehmen könnt. Also tragt es euch auf jeden Fall ein, es wird sehr cool. 14.11. 18 Uhr hier auf Breaking Lab. Ich freue mich auf euch. Um mehr zu verstehen, warum das AdBlue knapp werden könnte, müssen wir uns einmal kurz anschauen, wie es hergestellt wird. AdBlue, das besteht wie gesagt aus Harnstoff und Wasser. Um den Harnstoff herzustellen, benötigt man eigentlich nur CO2 und Ammoniak. Die beiden Stoffe, die reagieren unter starkem Druck zu Harnstoff und Wasser. Da bei der Herstellung von Ammoniak sowieso große Mengen an CO2 entstehen, findet jetzt die Harnstoffproduktion meistens einfach direkt in der gleichen Anlage statt. Ammoniak, das wird ja häufig mit dem Haber-Bosch-Verfahren hergestellt. Das ist ein Verfahren, damit werden allein in Deutschland 2,5 Millionen Tonnen Ammoniak pro Jahr produziert. Das meiste davon, das ist halt Düngemittel, aber ein Teil davon geht auch in die Produktion von AdBlue. Und dieses Haber-Bosch-Verfahren, das ist relativ komplex und hat mehrere Produktionsstufen, aber wenn ich das einfach mal runterbrechen soll,
dann wird dabei aus Methan, Wasser und Luft Ammoniak hergestellt. Und hier liegt auch der Grund dafür, warum sich der Preis für AdBlue vervierfacht hat. Das Methan, also Methan, das wird in Form von Methangas, also Erdgas, zugefügt. Für einen Liter AdBlue wird in der Herstellung etwa 1 Kilogramm Erdgas verbraucht, was momentan ziemlich schwer zu kriegen ist. Außerdem verbraucht die Produktion von AdBlue ziemlich viel Energie und deswegen ist das Ganze stark von den Energiepreisen abhängig. Die extrem gestiegenen Preise, die sind ein großes Problem für die Verbraucher, aber halt auch für die Industrie. Der größte Harnstoff- und Ammoniakhersteller Deutschland, der musste diesen Sommer sogar für einige Wochen komplett die Produktion einstellen. Nach eigenen Angaben hätte man sonst jeden Monat 30 Millionen Euro Mehrkosten decken müssen. Und diese Mehrkosten, die wären zum Teil auf die gestiegenen Gaspreise zurückgegangen, aber der andere Teil wäre die geplante Gasumlage der Bundesregierung gewesen. Dabei wäre eine Zusatzgebühr auf Gas angefallen, was dann jetzt doch noch gekippt wurde, aber ihr seht schon, also es sind sehr wilde Zeiten für solche Unternehmen. Das Ganze klingt jetzt erstmal ziemlich besorgniserregend und einige Medienberichte waren ja, wie gesagt, vor leeren Regalen im Supermarkt und stillstehenden Autos. Deswegen ist natürlich die Frage erstmal wichtig, ob der Mangel an AdBlue uns wirklich zur nächsten Krise führt und wir schauen uns das Ganze mal genauer an. Laut ADAC gibt es aktuell tatsächlich keine Gefahr für eine Knappheit an AdBlue. Da sieht man die Industrie in der Pflicht, im Notfall auch bei hohen Gaspreisen die Versorgung mit AdBlue sicherzustellen. Das klingt jetzt natürlich für viele Hersteller nicht so super attraktiv und nicht nach einem tollen Lösungsvorschlag, aber auch das Bundeswirtschaftsministerium scheint jetzt nicht besonders besorgt zu sein und sieht bisher keine echte Mangellage. Das heißt, braucht man sich jetzt nicht so viel Sorgen machen. Und das Ministerium sagt weiter, dass sie das Ganze im Blick behalten und im Notfall einfach importieren wollen, also AdBlue importieren wollen. Aber selbst wenn es jetzt nicht zu einem Mangel kommt, ist natürlich ein großes Problem der Preis. Also AdBlue ist einfach ziemlich teuer geworden. Und das Ganze hat ja so eine Kettenreaktion zur Folge. Denn wenn AdBlue teurer wird, wird natürlich auch der Transport teuer und viele Waren werden einfach über viele Kilometer mit LKWs transportiert. Und wie viel teurer so eine Fahrt mit modernen Dieselfahrzeugen wird, habe ich mal nachgerechnet. Der Verbrauch von AdBlue beträgt für die meisten PKWs etwa 1,5 Liter pro 1000 Kilometer, weil der Verbrauch natürlich stark von Auto- und Fahrverhalten abhängt. Der Preis für AdBlue liegt je nach Region bei maximal 2 Euro pro Liter und damit komme ich auf 30 Cent pro 100 Kilometer. Diesel dagegen kostet aktuell fast immer so 2 Euro pro Liter und je nach Verbrauch kommt man damit schnell auf 15 bis 20 Euro pro 100 Kilometer. Das heißt, der Anteil für AdBlue, der ist da jetzt nicht so super relevant. Das heißt, für private Autofahrer fällt das Ganze nicht wirklich ins Gewicht. Bei LKWs sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Der AdBlue-Verbrauch von LKWs, der liegt bei etwa 5% des normalen Dieselverbrauchs. Und auch hier hängt der Verbrauch von einigen Faktoren wie dem Fahrzeug und dem Fahrverhalten ab. Aber ich habe hier als Richtwert 1,5 Liter AdBlue auf 100 Kilometer gefunden. Und das wäre dann grob das Zehnfache von dem, was bei PKWs anfällt. Für Logistikunternehmen sind solche Preissprünge ein riesengroßes Problem, was ja hinzukommt zu all den anderen Problemen, die die traurigerweise gerade haben. Ich habe da mal nach beispielhaften Zahlen geschaut und ein Spediteur aus Sachsen hatte im September wohl pro LKW ca. 450 Euro Mehrkosten pro Monat, beziehungsweise 8000 Euro für 17 Fahrzeuge. Und da kann man sich vorstellen, das ist eine krasse Belastung. Also, die Preissteigerung von AdBlue ist definitiv ein Problem. Eine Mangelversorgung und stillstehende LKWs sind bis jetzt eher unwahrscheinlich. Und auch Deutschlands größter Harnstoff- und Ammoniakhersteller hat den Betrieb wieder aufgenommen und eine Abmachung über so eine Notfallversorgung mit dem BGL getroffen. Und denen stellen sie bei einem Versorgungsengpass eine gewisse Menge an AdBlue zur Verfügung, um zu garantieren, dass die Logistikbranche weiterhin versorgt ist. Und trotzdem zeigt die Situation mal wieder, wie abhängig wir von importierten Gas sind, gerade aus Russland. Mir persönlich zeigt das mal wieder, wie wichtig ein schneller Wandel ist. Und da frage ich jetzt mal euch, was glaubt ihr, wie wird dieser Wandel aussehen? Werden wir Elektro-LKWs haben, Wasserstoff-LKWs oder glaubt ihr vielleicht, dass es doch alles beim Alten bleibt und nur die Technik verbessert wird? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, weil es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr relevantes Thema. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns wieder Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr, euer Jakob.